Hi, mein Name ist Lars und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video der Videoreihe C# Programmierung. Heute kümmern wir uns um das zweite von gesamt drei Videos zum Thema Variablen und Datentypen. Im heutigen gucken wir uns an, welche Datentypen es gibt, was sie speichern können und wie eventuell der eine Datentyp mit dem anderen zusammenhängt. Deswegen bleibt dran, los geht's nach diesem Intro hier. Viel Spaß! Herzlich willkommen nochmal hier unten in klein zu diesem Video. Wie immer hier kurz der Abo-Hinweis. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da, damit ihr nicht verpasst und drückt gerne die Glocke. Am Ende des Videos auch gerne einen Daumen nach oben oder eben nach unten geben, je nachdem wie es euch gefallen hat. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, warum, wieso, weshalb oder wo man Sachen besser machen kann. Im letzten Video habt ihr bereits zwei Datentypen kennengelernt. Und zwar ging es einmal darum zu sagen, wie stelle ich positive Zahlen dar und wie negative. Da haben wir hier mit dieser Excel-Tabelle uns hergeleitet schon, was quasi der Datentyp Byte, das ist dieser hier, und hier unten Signed Byte sind oder wie sie eben Werte darstellen. Jetzt ist es aber so, mit diesen Werten, wie gesagt, kann man nur, bzw. mit diesen Datentypen kann man nur 256 Werte darstellen und das ist im Vergleich zu dem, was man in der Informatik oder allgemein so braucht, auch an der Börse, ein Witz. Das ist echt ein Witz. Wir reden teilweise von Millionen oder Milliardenbeträgen, wie viele Atome im Universum sind oder sonst irgendwelche Zahlen, die sind ja unvorstellbar groß. Und entsprechend braucht man auch Datentypen, die das Ganze eben binär darstellen können und eben Dinge wie Zahlen, Zeichen, Wahrheitswerte, Zeichenketten und diverses darstellen können. Mit dem Stichwort gucken wir uns doch erstmal an, was gibt es denn so? Also wir haben kennengelernt, Byte und Signed Byte sind die kleinsten Speicherstellen, die sind genau ein einziges Byte groß. Jetzt gibt es aber auch Datentypen, die sind 2 groß, also 2 Bytes oder 4 oder schon 8 oder sogar 16. Ich muss überlegen, wie ich 16 darstellen wollte. Also, es kann Ausmaße annehmen. Und deswegen habe ich nochmal hier unser Speicherbild, und zwar hier oben. Das ist die Einordnung von Byte und Signed Byte, eben dieses Schema. Hier haben wir einen Datentyp, der ist 16 Bits groß. Hier haben wir einen Datentyp, der ist 32 Bits groß. Hier unten reden wir von den 64er Bereichen, das sind diese hier. Und ganz da unten auch noch einen, der 128 groß ist. Also wir haben Sachen zur Auswahl zum Speichern von Werten. Deswegen eine 128-stellige Binärzahl, die will wirklich niemand mehr hinschreiben. Da kürzt man auch schon lieber am liebsten mit Hex ab. Aber selbst das ist ein riesiger Brocken. Fangen wir mal klein an. Also was kennen wir? Wir haben kennengelernt Byte und Signed Byte. Sie können 256 Werte annehmen. Der nächste Datentyp in der Liste hier in dem Falle, dieser hier, beziehungsweise diese beiden, die können, wie gesagt, 2 hoch 16 Werte darstellen. Welche Werte sind es in aller Regel? Naja, 2 hoch 16, dafür habe ich kurz den Taschenrechner schon hier ausgepackt. Das ist eine Zahl, die man sich merken sollte. 2 hoch 16, da haben wir 65.536 Werte, also von 0 bis 65.535 oder eben minus 32.000 paar zerquetschte bis plus 32.000 paar zerquetschte. Das ist diese Zahl einmal. Entsprechend, je größer es wird, je mehr Bits es werden, desto mehr können wir darstellen. Da können wir kurz hingehen und uns mal anschauen, was ist denn eigentlich 2 hoch 64? Wissen Sie, machen wir andersrum. Fangen wir doch mal mit 2 hoch 32 an als nächstes. 2 hoch 32. Da sind wir schon bei gut 4 Milliarden Werten. Ist auch eine nette Zahl. Damit können wir schon mal einiges abspeichern. Reicht uns 4,2 Milliarden Werte in manchen Fällen nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen was mehr. Da können wir einfach hingehen und sagen, wisst ihr was? Wir machen das Folgendes. Wir machen 2 hoch 64, doppelte Größe, noch mehr Bytes, noch mehr Werte und da kriegen wir sowas raus wie diese riesige Zahl hier. Wir sind hier bei Milliarden, Billionen, Billiarden, bei 18,4 Trillionen Zahlen, die wir abspeichern könnten. Entsprechend minus 9 Trilliarden bis plus 9 Trilliarden, da haben wir Zahlen, das ist schon eine gute Menge, die wir darstellen können, aber es geht noch schlimmer.
Und ich glaube, da wird selbst der Taschenrechner uns eine verkürzte Darstellung anbieten. Und zwar machen wir ganz kurz mal 2 hoch 128 und wir kriegen eine Zahl raus. 3,402 bla 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 mal 10 hoch 38. Das ist eine ganze Menge. Also wir sind bei einer zu groß geratenen Zahl, einfach so kurz gesagt. Also die Zahl, die wir hier haben, ist riesengroß. Wer die meinetwegen mal, also wer weiß, wo die 3 sich befindet oder die 4, der kann mal aus Spaß die Zahl in die Kommentare schreiben. Das ist in jedem Fall ein Brocken von Zahlen. Das ist ein harter Brocken, bis den mal auf Papier zu bringen. Also wir haben Platz genug. So, und wie gesagt, für all diese Zahlen oder diese Mengen von Zahlenwerten gibt es Datentypen, die eben genau das können. Die können im Binärsystem nämlich genau so viele Zahlen darstellen. Sowohl immer in der Hälfte positiv als negativ oder von 0 bis zur oberen Grenze. Wir gucken uns das mal an. Und zwar fangen wir mal an mit diesem hier. Diesen hier nennen wir Short. Wir machen dafür mal unser Projekt nochmal auf und ich gehe mal kurz hin. Also, wir haben letztes Mal gesehen gehabt, es gab hier Byte B1, das ist quasi 255, konnten wir da reinschreiben, gegen 256, gegen eben nicht mehr. Dann hatten wir Signed Byte, das ist B2. Da hatten wir minus 128 auf 2p gehabt. Das war dieser hier, das kennen wir noch. Das war quasi ganze Zahlen. Hier reden wir von der Größe ein Byte. Dann haben wir in der Größe aber auch 2 Bytes. Da geht es um den Datentypen unsigned short und eben short. Also unsigned short nennen wir es mal kurz S1 ist gleich. Da war es mit 65535. 636, 536 war falsch, 55 war es gewesen, 535 so rum. Und Short S2 ist gleich, ja, irgendwas mit Minus, was ist es nochmal? Minus, mal kurz überlegen, 2 hoch 16, was ist das für eine Zahl? Das ist ja dieser Wert hier, minus 1, wissen Sie, wir reden von der höchsten Stelle. Wir haben 16 Stellen, 2 hoch 0 ist ganz rechts, 2 hoch 15 ist hier, negative Zahl. Rechnen wir ganz kurz mal aus, was haben wir denn da eigentlich? 2 hoch 15 können wir hier eintippen ganz kurz und sehen, da war es 32.768 als Zahl. Die können wir hier nochmal eintragen als Minus. So, bupp, da kriegen wir das hier hin, ohne Komma, ohne Punkt und Komma. Das war diese Zahl hier, das war Größe von 2 Bytes, also minus 32.000 negativ bis plus 32.000 positiv. Das sind ganze Zahlen in der Größe. Gucken wir uns mal an die nächste schlimmere Größe. Und zwar haben wir gesehen gehabt hier, wir springen direkt von 2 Bytes auf die Größe von 4 Bytes, also 32 Bits. Das ist ein Integer. Das ist die Bezeichnung dafür. Integers sind quasi hier Größe 4 Bytes. Machen wir das analog zu oben, 4 Bytes. Und da gibt es auch wieder ein Unsigned Integer. Nehmen wir hier mal kurz I1, ist gleich die Zahl, die er speichern kann. Da reden wir von wie viel nochmal? Das war 2 hoch 31, wir sind so 2 hoch 32 minus 1. Gucken wir eben mal. Das war hier diese Zahl, ne? Da, das war das hier. Die Zahl kann er abspeichern. Die können wir uns mal eben nehmen. Zack. Ohne Punkt und Komma. Hier, hier und hier. Natürlich nur bis zur 5, weil von 0 bis zu dieser Zahl sind die Zahl plus 1. Also diese Zahlenmenge eben. Und genauso auch Integer selbst, I2, das ist dann wiederum der Datentyp, der sowohl Vor- als auch Vorzeichen plus als auch ein negatives Vorzeichen haben kann. Demzufolge müssen wir kurz gucken. Okay, was ist er nochmal? Das höchststelligste Bit ist 2 hoch 31. Gucken wir ganz kurz eben mal. 2 hoch 31. Das ist. Achso, nicht 2 hoch 2. So. 2 hoch 31. Da kommt raus 2,147 Milliarden. Das Ganze können wir nochmal nehmen. Die Punkte kurz wegmachen und ein Minus davor und dann passt das Ganze doch auch. So, da haben wir quasi diese Werte hier. Also entweder bis 4,2 positive Zahlen oder Minus und plus 2,1 Milliarden Zahlen. Das ist das da.
Jetzt haben wir gesehen gehabt, das da war nur der Anfang gewesen. Das nächstgrößere, hier unten drunter, diese beiden Herrschaften, da geht es in die spannenden Zahlenbereiche. Und zwar gucken wir uns mal eben an. Das Ding hat so die Größe von 8 Bytes. Da reden wir von Unsigned Long, also U1 nennen wir es mal. Und der konnte bis zu 2 hoch 64 Zahlen darstellen. Das war der Wert, den wir hier unten hatten. Kurz gucken, da, bumm. Diese riesige Zahl, die wir hier haben, das kann er quasi darstellen. Und wir machen das mal kurz hier in der Form. Wir tragen mal alle hier ein. Bup, bup und bup. Minus 1 noch müsste es sein. Genau, eine 5 hinten dran und es passt wunderbar. So, das kann er quasi darstellen, entsprechend der Datentyp Long als Gegenstück mit Vorzeichen. Der kann die Hälfte davon, also machen wir ganz kurz mal nach, schreiben wir mal hin. Machen wir mal 2 hoch, na nicht 2 hoch 2, so, machen wir nochmal 2 hoch, was war das, 63 müsste das höchste Bit ja sein. Das ist, ja gut. Immer noch, wir sind hier Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, 9,2 Trillionen Werte. So, entsprechend kommt die Zahl hier hin. Hier kommt ein Minus davor, das hier, das da, das da, das da, das hier und das da. So, also ihr seht quasi, wir haben Zahlen mehr als genug zur Auswahl, zum Speichern von irgendwelchen Werten, die einfach nur unvorstellbar groß sind. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass ihr euch diese Zahlen merken müsst. Bevor ich euch zeige, wo ihr die findet, wir gehen noch ganz kurz zum letzten, und zwar zum größten von den ganzen, die wir haben. Und zwar, es gibt auf der höchsten Ebene 16 Bytes noch einen Datentyp, der mehr als das kann, was alle vorher können. 16 Bytes, da passt eine ganze Menge rein. Und zwar ist es ein Typ Decimal. Hier, Decimal. Nehmen wir mal kurz D. Das Ding hat 16 Bytes, demzufolge, da passt einiges mehr rein. Und es ist schon eine Fließkommazahl. Trotzdem, man kann diesen Datentyp nutzen, auch für ganze Zahlen. Das ist wichtig, das kann man prinzipiell mit allen Datentypen so machen. Entsprechend, wer Platz braucht, wer meint, er muss zwingend eine Fließkommazahl, einen Typen nutzen, um eben eine zu groß geratene Ganzzahl darzustellen, können wir mal kurz zeigen. Und zwar folgendermaßen. Decimal hat 16 Bytes. Der Max Value, der höchste Wert, der Maximum Value, das Maximum selbst hinter diesem Datentyp, gucken wir uns mal eben an. Und zwar, wenn ihr einen Datentyp in Visual Studio markiert, zum Beispiel hier Decimal, das ist so blau aufleuchtet, und ihr drückt mal die Taste F12 mit Navigiere zur Definition, dann seht ihr hier oben schon, der hat hier diese Zahl stehen. Eine ganze Menge Zahlen hinten dran, M ist in aller Regel das Kürzel für Millionen, und da seht ihr schon, das Ding ist aufgepumpt, das ist größer als das, was wir vorher hatten. Und zwar, wenn wir mal schauen, das ist jetzt schon länger als das hier. Millionen tauschen wir aus gegen 6 Nullen. Ihr seht, wohin das Ganze führt. Das ist ein bisschen übertrieben groß. Wir schreiben mal kurz hin, einfach mal zum Zeigen, Decimal.MaxValue. Ich sagte jetzt gerade eben, neben Fließkommazahlen gibt es auch, wie gesagt, diese zur Nutzung von ganzen Zahlen. Also wir können mit Fließkommazahlen auch ganze Zahlen darstellen. Kommazahlen wiederum, die haben ihre Darstellung oder die Darstellung von einer Kommazahl ist deutlich komplexer als eine Ganzzahl. Deswegen, damit ich euch quasi diesen Kram ersparen kann, würde ich das hier außen vor lassen. Erstmal, ihr könnt, wenn es euch interessiert, mal nach Floating Point Number Representation oder Floating Point Number Binary gucken, wie das Ganze dargestellt werden wird. Ich packe euch dazu auch mal einen Link in die Videobeschreibung für diejenigen, die es interessiert. Ist gar nicht mal so dumm. Aber nur, dass ihr es quasi wisst, ihr könnt diese Datentypen auch nutzen, um eben hiermit ganzzahlige darzustellen. Das ist ganz wichtig. Das können im Prinzip, wie gesagt, alle, weil wir sind auf Binärebene. Genau genommen gibt es da eigentlich kein Komma, aber man kann sich Sachen vorstellen. So,
Und zwar ist jetzt folgendermaßen. Jetzt haben wir hier drin stehen quasi einen riesigen, übertrieben großen Wert. Jetzt wollen wir uns mal anschauen. Jetzt haben wir gesehen, ganze Zahlen 1 Byte, 2 Byte, 8 Bytes, 4 Bytes, 8 Bytes und 16. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, bevor wir jetzt wirklich uns das Ganze überlegen, was es da noch alles gibt. Tabelle nochmal. Ihr habt jetzt hier nur grafisch dargestellt die groben Unterschiede von der Größe, wie ihr es euch vorstellen könnt. Wie groß der hier im Vergleich zu diesem hier ist, wie groß diese beiden hier im Vergleich zu denen hier sind, wie groß die Größe von den beiden zusammen ist, das, was Decimal eben kann und so weiter. Also quasi hier oben die ersten beiden Streifen, das ist Byte und Signed Byte. Hier haben wir Unsigned Short und Short. Hier haben wir Unsigned Integer und Integer. Hier unten haben wir Unsigned Long und Long. Und hier unten ist Decimal. Jetzt haben wir damit quasi schon Möglichkeiten, eben übertrieben große Zahlen darzustellen. Jetzt ist die Frage, was gibt es überhaupt noch? Können wir mehr als nur Zahlen? Wie gesagt, ja, auch Kommazahlen. Fangen wir gerade mal damit an, weil es am einfachsten ist. Kommazahlen, da gibt es genau zwei Datentypen. Mehr müsst ihr euch quasi nicht merken. Zwei Datentypen für Kommazahlen. Fließkommazahlen. Die braucht man in aller Regel dann, wenn ihr sowas darstellen wollt, wegen wie die Kreiszahl Pi eben. Da schreiben wir sowas hin. Achso, hier müssen wir übrigens die 1 hinschreiben. Da oben haben wir schon den benutzt gehabt im Video vorher. Fließkommazahlen. Meinetwegen, es gibt zwei Datentypen und zwar Float, das ist der erste, das ist F1. Und es gibt Double, das ist dann quasi Do1. Nehmen wir es kurz Do1, Donnerstag 1. Nee. F und D, die beiden Datentypen Float und Double, die sind da, um Kommazahlen darzustellen. Zum Beispiel ist gleich 3,141. Das ist diese Zahl. Oder der hier kann das auch darstellen. So, ihr seht hier schon, beide nehmen diese Zahl im Prinzip an, aber er hier macht Meckern. Warum? Literale vom Typ Double können nicht in den Typ Float konvertiert werden. Verwenden Sie ein F-Suffix, um ein Literal mit diesem Typ zu erstellen. Das heißt quasi, okay, die Zahl hier oben, er will da ein Suffix haben. Suffix heißt irgendwas hinten dran gehangen. In dem Falle sagt er uns ein F. Okay, nehmen wir mal ein F dazu. Das passt soweit. Also wir können quasi diese Kommazahlen, die wir hier haben, können wir in der Form so darstellen. Für Double müssen wir keins angeben, aber es gibt normalerweise so die Begrifflichkeit dafür, ist dieses D hinten, dass wir das D bei Double als Suffix anhängen. Damit eigentlich direkt klar erkennbar ist, das eine ist F, das andere ist D. Jetzt ist aber die Frage, wenn es beides Kommazahlen sind, wo ist denn jetzt da irgendwie der große Unterschied zwischen den beiden? Nun, Double ist im Vergleich zu Float nicht 4, sondern 8 Bytes groß, sprich 64 Bits. Float hingegen sind 4 Bytes, 32 Bits. Das heißt quasi, der eine Datentyp auch ist doppelt so präzise in den Nachkommastellen, also kann, glaube ich, müssten 14 sein, 14 Nachkommastellen haben, während der andere es nur auf gerade mal eine Präzision von 7 Nachkommastellen schafft. Deswegen, also es geht einfach nur quasi darum, beide können Kommazahlen, aber hinten dran, bei dem einen geht es präziser viel, 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 viel mehr, bei dem anderen weniger. Kann man sich so merken. Deswegen, damit habt ihr quasi Kommazahlen. Und das hier fällt im Prinzip da auch drunter. Wir können uns mal anschauen, aus Spaß. Kurz gucken. Das hier ist Größe von 4 Bytes. Das hier ist die Größe von 8 Bytes. Und hier unten haben wir die Größe von 16 Bytes. So, was hat jetzt Float für ein Max-Value? Gucken wir uns mal eben an. Wo haben wir es? Hier oben. Min-Value ist minus 3,4 mal 10 hoch 38. Und Max-Value 3,4 mal 10 hoch 38 ist eine ganze Menge. Können wir auch genauso verwenden quasi. Und zwar, wenn wir jetzt hier sagen, float.max-value, dann schreiben wir diese Zahl da rein. Hier unten können wir sagen, double.max-value, dann schreiben wir den Wert da rein. Hier haben wir decimal-max-value, dann schreiben wir den Wert hier rein. Das ist ganz einleuchtend, ganz normal, wie es auch sein muss. Jetzt haben wir quasi schon zwei Datentypen kennengelernt, ganze Zahlen und Fließkommazahlen.
Jetzt ist die Frage, können wir noch irgendwas anderes darstellen als Zahlen? Antwort, ja, können wir. Ganz einfach gehalten. Wir gehen nochmal zur groben Theorie des ersten Videos zurück. Und zwar, wir haben uns gesagt, stellt euch vor, in der Elektronik gibt es quasi nur, wie sie oben genannt haben am Anfang, nur die Werte 0 oder 1. Elektronik kann nur 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entsprechend mit einem Bit gibt es zwei Werte 0 oder 1. Jetzt ist die Frage, kann man das irgendwie darstellen? Gibt es einen Datentyp, der genau zwei Werte, nämlich 0 oder 1, annehmen kann? Ja, gibt es. Der Datentyp ist nicht allerdings ein Bit groß, sondern er ist ein Byte groß, weil wie gesagt, die kleinste Zuordnungseinheit bei der Informatik ist eben dieses Byte hier. Und entsprechend gibt es einen, der also auch hier oben reinfällt, also quasi das hier, nur nicht als Zahl mehr, sondern hier unten. So, fangen wir ganz kurz mal an. Also wir hatten eben gesagt gehabt, das hier war quasi auch die Darstellung von Floats und das hier war auch quasi die Darstellung von Doubles. Jetzt gibt es hier oben so eine nochmal und zwar schreiben wir die mal ganz kurz hier hin. Das ist der Datentyp Bool. Den markieren wir jetzt mal für uns in einem Blauton. Und das hier, irgendwie nehmen wir mal irgendeine andere Farbe kurz. Nehmen wir mal grün. Ja, warum nicht? Nehmen wir, gucken wir zwar mal ganz kurz grün. Das heißt quasi, wir haben hier diese Farbe. Und hier unten haben wir jetzt Wahrheitswerte, sprich den Boolean. Der Boolean ist ein Byte groß und kann nichts anderes wie genau zwei Werte annehmen, wahr oder falsch. An oder aus, Strom an oder aus, das kann er genau, mehr als das ist es nicht, es sind genau zwei Werte. Demzufolge, mal kurz hinschreiben, wir reden vom Thema Wahrheitswerte, ist der Begriff dafür, kurz gesagt Booleans, gibt es in so gut wie allen Programmiersprachen auch in der Form und dann haben wir quasi hier folgendes stehen, wir haben Bool, den nennen wir mal kurz mal B1, da gibt es den Wert false und es gibt einen Bool, den können wir mal B2 nennen. Das ist dann true. Jetzt meckert er natürlich hier, weil den Namen haben wir schon benutzt. Nehmen wir kurz mal Bool 1 und Bool 2 als Variablennamen. Die Werte gibt es, die sind erlaubt. So, demzufolge, wir können die so in der Form anlegen. Das haben wir quasi davon. Also quasi genau zwei Werte war, wissen Sie hier, false, falsch, also aus, Strom aus, inkorrekt und true für wahr, richtig. Kann man quasi so darstellen. Das ist jetzt quasi bis hierhin Wahrheitswerte. Jetzt habt ihr Zahlen und Wahrheitswerte. Jetzt ist es aber so, es muss noch mehr geben. Und zwar, denkt mal daran, wie ist es, wenn ihr jetzt eine Textdatei öffnet oder ihr schreibt auf der Tastatur, meinetwegen gerade in dieses Dokument hier, irgendwelche Buchstaben rein, hier so. Ihr schreibt irgendwelche Buchstaben. Wie werden jetzt die eigentlich dargestellt? Was ist das genau? Also Buchstaben, nennen wir es mal kurz hier in dem Sinne Zeichen, die kann man darstellen. Da gibt es ebenfalls einen Datentyp für, der nennt sich Character. In diversen Sprachen ist Character ein Byte groß, bei C# ist es zwei Byte groß direkt. Andere Sprachen haben dafür diesen Character erweitert mit 1 Byte, 2 Byte, 3 oder 4 Byte. Bei C# ist es per Default einfach 2 Byte Größe. Deswegen schreibt man hin Character. Was ist das Ganze jetzt? Naja, was macht der? Represents a character as a UTF-16 Code Unit. Also es gibt verschiedene Zeichen, Codierungen und Formate und zwar UTF-8, 16, 32, Unicode. Es gibt da die diversen Sachen, die eben genutzt werden, um das Ganze darzustellen. UTF-16 ist quasi die Form von zwei Bytes werden genutzt, um ein einziges Zeichen darzustellen. Das heißt quasi, wenn wir uns unsere Tabelle angucken und wir nehmen mal ganz kurz hier unten unser Byte mit und schieben das mal hier hin, dann sehen wir jetzt gleich nämlich, okay, wir brauchen quasi diese beiden Bytes hier, um ein einziges Character darzustellen. Das machen wir jetzt mal kurz in einer neuen Farbe. Nehmen wir mal kurz neue Farbe, irgendwie einen hellen, sachten Lila-Ton hier so. Das ist quasi Character. Das heißt quasi, wenn wir einen Buchstaben schreiben, belegen wir diesen Speicherplatz beim Speichern der Datei dafür. Schreiben wir entsprechend, meinetwegen, zwei Buchstaben, nehmen wir 4. Schreiben wir 3, nehmen wir
das hier nehmen wir so viel und entsprechend mehr der Speicher füllt sich quasi, je mehr wir schreiben würden. Jetzt halten wir mal simpel kurz. Wir fangen mal hiermit an. Also ein Zeichen. Sieht quasi so aus. Datentyp heißt Character bei C#. Das nehmen wir kurz mal C1. Und wie macht man jetzt dem Ding einen Wert zu? Naja, wir nehmen das einfache Anführungszeichen, das einfache Gänsefüßchen hier und schreiben dort irgendwas rein. Zum Beispiel Leerzeichen ist ein Zeichen oder kleines a ist ein Zeichen oder großes a, die Zahl 1, das Dach hier oder das Raute oder Fragezeichen oder scharfes S oder was es halt eben alles so gibt. Wir haben Auswahl dafür. Können wir dort hineinschreiben. Und das ist jetzt quasi 2 Byte groß. Größe ist hier 2 Bytes. Und hier oben haben wir auch Größe 1 Byte bei Bool. So. Jetzt haben wir quasi damit einen Charakter belegt. Kleine Info an der Stelle. Wen interessiert, welche Zeichen es gibt? Es ist ja entwickelt worden über die Jahrzehnte hinweg, bis in die letzten Jahre, kann man sagen. Man muss sich so vorstellen, neben dem deutschen Alphabet gibt es ja noch meinetwegen Kyrillisch, Japanisch, Chinesisch, Indisch, was gibt's da alles, Französisch, meinetwegen Schwedisch, Norwegisch, Sachen, Latein, was es also gibt an Zeichen, Buchstaben, Emotes, was es eben so gibt. Es gibt für jede Sache, die man schreiben kann und tippen kann, irgendwie eine Codierung und Darstellung davon. Entsprechend, wer mal was probieren will, und zwar drückt mal auf der Tastatur Alt, halt es gedrückt, Alt gedrückt halten und auf den Nummernblock die Zahl 65 eintippen. Alt 65 loslassen. Tada, großes A. Alt 65, das heißt quasi der Wert 65, steckt hinter dem Zeichen A. Interessant, oder? Das heißt quasi, wenn wir jetzt sagen wollen, okay, 65 ist das A, dann können wir bestimmt herausfinden, okay, 66 muss das B sein, korrekt. 67 ist das C und so weiter. Wir können herausfinden, was ist Alt 0? Nix irgendwie. Alt 1 ist ein Emote. Alt 2 ist auch sowas. Alt 3 ist ein Herz. Oh, wie schön, das nehmen wir doch mal dafür. Alt 3 nehmen wir einmal als Herz. Das ist das Ding hier. Da könnt ihr quasi mit diese ganzen Sachen, die man sich über den Laufe der Zeit erfunden hat, eben ausprobieren und tippen. Das geht damit wunderbar. Jetzt ist es aber so. Jetzt wissen wir zum Beispiel über Alt 3. Okay, da hinten dran steckt also der Wert 3 irgendwie. Wie kriegen wir jetzt heraus, wenn wir mal aus Spaß wissen wollen, wie wir die Zahl hinter dem Charakter auslesen können? Drüber hovern hier sagt uns nichts. Den Datentyp anmarkieren sagt uns auch nichts darüber aus. Und zwar, bevor wir jetzt uns Zeichenketten anschauen, wichtiges Thema Typumwandlung. Und zwar, da ist es quasi so, Typumwandlung. Wir haben jetzt unser Herz hier oben. Jetzt wollen wir dieses Herz umwandeln. Was wissen wir? Naja, Character ist 2 Bytes groß. Welcher unserer Datentypen, die wir kennengelernt haben in diesem Video, ist noch 2 Bytes groß? Ganze Zahlen, 2 Bytes, das heißt unsigned short. Weil negativ gibt es zwei Characters nicht. Wir nehmen also unsigned. Das heißt quasi, wir können 65.536 Zeichen quasi darstellen in einem Charakter. Das ist für uns gar nicht mal so schlecht zu wissen darüber. Demzufolge können wir auch hingehen und sagen, okay, machen wir kurz mal nochmal ein Unsigned Short. Nennen wir es mal kurz Value of C1. Was ist das? Wir können mal C1 hinschreiben. Das geht. Ja, aber hä, es sind noch verschiedene Datentypen. Das geht? Warum? Wieso? Weshalb? Das hier ist doch ein Character und das da ist eine ganzzahlige Zahl. Natürlich aus dem Grund, rückblickend betrachtet, gucken wir uns mal ganz kurz an, nicht hier, sondern in der Tabelle. Wenn wir das hier nehmen und drunter legen, dann werdet ihr merken, es hat beides die exakt selbe Form. Also hier der Typ Unsigned Short entspricht genau der Repräsentation eines Characters. Und aus dem Grund können wir quasi den Wert, der hier drin steht, auch einfach hier einem Short zuweisen. Geht es auch andersherum? Können wir einem Character einen Short zuweisen? Geht das auch wieder? Machen wir kurz mal Character C2 ist gleich Value of C1. Geht das?
Der Typ Unsigned Short kann nicht implizit in Char konvertiert werden. Es fehlt bereits eine explizite Konvertierung. Es ist bereits eine explizite Konvertierung vorhanden. Möglicherweise fehlt eine Umwandlung. Natürlich. Wir können kein Zeichen in einem ganzzahligen Datentyp speichern. Was wir aber machen können, ist zu sagen, okay, wandeln wir nochmal bitte diesen Datentyp in einen Charakter um. Dann haben wir es. Was wir jetzt quasi hier sehen, ist folgendes. Das hier ist eine implizite Typumwandlung. Kurz casten. Implizites casten. Implicit cast. So. Und hier unten haben wir eine explizite Typumwandlung. Explicit cast. Das heißt quasi, hier geben wir explizit an, dass ein Datentyp in einen anderen, in dem Sinne ein Character, umgewandelt werden soll. Das heißt aber auch, wir sind uns bewusst, dass da Sachen schief gehen können. Warum kann bei sowas jetzt Sachen schief gehen? Ist es ganz einfach, und zwar folgen wir uns. Stellt euch mal vor, ihr wollt einen Integer, also einen Datentyp, der 4 Bytes groß ist, runter umwandeln in etwas oder pressen in etwas, was nur ein Byte groß ist. Das würde schief gehen. Oder zum Spaß ein Character oder also 2 Bytes runter in ein Byte. Zum Beispiel hier Character nach Byte. Oder hier oben ist es zum Beispiel Integer nach Byte. Das würde sehr, sehr interessante Problematiken mit sich bringen. Kurz anschauen, worum geht es da genau? Naja, wir nehmen uns jetzt mal kurz das Character. Wir nehmen uns doch mal das hier. Wir schreiben das mal ganz kurz hier hin. Und jetzt nehmen wir uns mal gleich dazu ein Byte. Ihr wisst, ich habe gesagt, von rechts 2 hoch 0 nach links 2 hoch Anzahl der Bits minus 1, also 2 hoch 7 bei Byte, ist die Zählung. Bei Character hier unten ist es 2 hoch 0 nach 2 hoch 15, analog zu Short. Demzufolge, was passiert jetzt, wenn wir den einen Datentyp, den wir hier haben, in den anderen umwandeln? Nun, hier links ist das erste Byte, von links betrachtet, hier rechts das zweite Byte. Wandeln wir 2 Bytes explizit durch Angabe in ein Byte um, gehen uns diese Bits, die wir hier haben, quasi verloren. Das heißt quasi, wenn es hier drin stehen würde, großes A ist die 65, also machen wir hier mal eine 1 rein und hier eine 1 rein. Das hier ist die 64, hier haben wir den Wert 1, haben wir die 65, das geht in jedem Falle klar. Aber würden wir jetzt zum Beispiel irgendwie aus einer anderen Schrift oder anderen Sprache was nehmen, wo irgendwo hinten 1 und 0 gesetzt sind und wir wandeln das quasi von Character nach Byte um, dann geht quasi das, was hier links steht, uns verloren und wir haben am Ende des Tages, wenn wir es umwandeln, nur diesen Wert, der hier steht, raus. Das heißt quasi, das ist unser Ergebnis davon. Uns gehen hier beim expliziten Casten gegebenenfalls Datentypen verloren oder Infos. Das ist ganz wichtig zu beachten. Das kann nämlich dafür sorgen, dass mal unerwartete Fehler auftreten. Zum Beispiel wollen wir, meinetwegen, besseres Beispiel, nehmen wir gerade mal an, wir wandeln zum Beispiel hier signed byte nach byte um. Das würde ja funktionieren, aber geht auch byte nach signed byte? Naja, dürfte nicht gehen. Das hier wäre 255 ausgefüllt, hier unten wäre es 127, dürfte eventuell eine negative Zahl darstellen, könnte aber auch nur 127 sein. Gilt es auszuprobieren. Deswegen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal als Code schreiben, kurz, wir schreiben meinetwegen, wir wollen C1 in Byte umwandeln. C1 AS Byte ist gleich, wir wandeln nach Byte um, und zwar die Variable C1. Dann seht ihr nämlich hier schon, das funktioniert von der Schreibweise so wunderbar. Ohne dieses Byte hier als Angabe, so, geht es diesmal nämlich nicht, weil der Typ Character kann nicht implizit in Byte konvertiert werden. Das geht nicht. Der Datentyp ist größer als Byte, das kann nicht sein. Müssen wir angeben. Hoppla, so. Dann ist es erlaubt, aber bewusst, Achtung, Datenverlust.
Deswegen, man sollte in aller Regel niemals was Größeres in was Kleineres umwandeln, es sei denn, man will wirklich jetzt verhindern, dass es große Werte irgendwo gibt, aber selbst dann ist es Datenverlust, muss man aufpassen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Deswegen das dazu. Jetzt aber mal kurz vom Thema Typumwandlung zurück. Also, jetzt habt ihr gesehen gehabt, so geht quasi implizit, also quasi ein Datentyp, der kleiner oder gleich einem anderen Datentyp ist, kann man umwandeln ohne Angabe, meinetwegen umgekehrt hier. Stellt euch vor, Byte oder meinetwegen Integer, C1 as int ist gleich C1 als Byte. Das geht, weil ihr könnt einen Byte locker in Integer reinschreiben. Integer ist 4 Bytes groß, 2 hoch 32 Werte. Byte kann nur 2 hoch 8 Werte. 2 hoch 8 passt locker in 2 hoch 32 rein. Geht ohne Probleme. Deswegen hier auch wieder implizite Umwandlung. Klappt wunderbar. Jetzt aber mal kurz zurück zum Hauptthema und zwar Datentypen nochmal. Es gibt noch einen allerletzten, den ihr kennenlernen solltet und zwar steht das schon hier unten. Was haben wir gemacht gehabt? Wir haben hier Zeichenketten ausgeben gelassen über console.WriteLine. Das heißt quasi, mit einem doppelten Anführungszeichen, wie jetzt, ob ihr zitieren würdet, könnt ihr quasi hier Thema Zeichenketten abfrühstücken quasi. Das Ding heißt folgendermaßen String. String. Wie groß ist das Ganze? Naja, so groß wie der Text eben ist. Mal kurz mal als Name str ist gleich. Wir weisen irgendein Texttool. Zum Beispiel hier nehmen wir mal kurz das Hallo. Das können wir mal hier zuweisen. Dann wissen wir, okay, dieser Text, den wir hier haben, der ist jetzt 5 Buchstaben groß. Also können wir schätzen, okay, jedes Charakter hat 2 Bytes Größe. Wir haben 5 davon. Also haben wir doch Pi mal Daumen einfach 10 Bytes Größe nur für die Darstellung des Textes. Müsste ja soweit stimmen. Hinter String ist aber viel, viel, viel mehr. Müsst ihr unbedingt aufpassen, weil das Ding kann auch einige Sachen mehr. Und zwar zum Beispiel, wenn ihr jetzt str, der Variable, einen neuen Text zuweist wie Hello World, dann geht ihr nämlich hin und überschreibt den alten Text. Das heißt quasi, dieser Wert hier, weg ist er. Und das hier ist euer neuer Text. Das heißt quasi, Strings sind sozusagen konstant. Wir können mal aus Spaß probieren, gerade zu sagen, ob wir hier zufällig irgendein Zeichen ändern wollen. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack an eurer Stelle. In der Informatik zählt man immer anfangend, wie schon gelernt, bei dem Binärsystem mit 0. Das heißt quasi, das erste Zeichen ist den Index oder die Stelle 0. Dann haben wir Stelle 1, Stelle 2, Stelle 3, Stelle 4, Stelle 5 und so weiter. Ich kann probieren zu sagen, okay, String, kann ich das Zeichen an der 0. Stelle irgendwie ändern? Ist gleich G. Geht das? Ist das irgendwie möglich? Für die Eigenschaft oder den Index der String ist eine Zuweisung nicht möglich. Dieses Schaltgeschütz können wir nicht machen. Also das Ding ist quasi konstant und unveränderlich dadurch. Das heißt, demzufolge, wenn ihr String einmal anlegt, ihr schreibt was rein, steht es da drin. Egal wie, kündig, ändern, Pech gehabt, ist drin. Genauso auch, es wäre möglich, die User-Eingabe hier unten da rein zu lesen. Ich schreibe sie einmal rein, die steht drin. Ist unveränderlich, außer ihr überschreibt sie mit was ganz Neuem. Zum Beispiel hier sagen wir, str ist gleich console.readline. Dann schreiben wir das, was vom User über die Konsole eingegeben wird. Das weisen wir danach über das Gleichheitszeichen, über den Zuweisungsoperator auf die Variable str zu. Das ist ganz, ganz trivial und doch ist es eine sehr wichtige Info. Und um Zeichenketten noch kurz einmal ein Stück zu erweitern, noch eine schöne Info und zwar: Zeichenketten merken sich unter anderem, wie lang sie sind. Deswegen gibt es sowas wie zum Beispiel mal kurz Integer Length of str ist gleich. Wir weisen zu, die Länge von str, Punkt, Length merkt sich nämlich immer, wenn wir einen Text zuweisen, wie lang dieser ist. In dem Sinne würden wir wissen, okay, Hello ist 5, World ist 5, Leerzeichen ist 1. Das heißt, wir haben quasi hier den Wert 11 jetzt stehen als Integer. Den können wir hier lesen. Wir fahren mal kurz zu mit der Maus und sehen wir hier,
Ganz kurz, zeig mal her. Hier, integer string.length. Gets the number of characters in the current string object. Rückgabewert, the number of characters in the current string. Also quasi ein Integer, eine Ganzzahl kriegen wir da raus. Entsprechend seht ihr auch schon quasi, das Ding ist Integer, also könnten wir da rein theoretisch ja auch gut 4,2 Milliarden Zeichen mal reinkloppen und gucken, was passiert. Beziehungsweise in dem Moment, es ist Integer, nicht Unsigned, nur 2,1 Milliarden Zeichen. Da Zeichenketten nicht negativ lang sein können, haben wir also quasi bis 2,1 Milliarden Zeichen Platz dort reinzuschreiben. Also können wir hier ganz bequem irgendwelchen Morgs eintippen und gucken, was passiert. Aber bis es soweit ist, da gibt es quasi noch eine ganze Menge zu tun. So, deswegen, in diesem Sinne, in diesem Video habt ihr jetzt nach 40 Minuten die Datentypen im Überblick kennengelernt. Ihr seht quasi nochmal hier als Codeübersicht zur Referenz, ganze Zahlen haben wir Byte, Unsigned, Short, Integer und Unsigned Long. Für mit Vorzeichen Signed, Byte, Short, Integer und Long. Für Kommazahlen Float, Double und eben Decimal. Und für Wahrheitswerte eben Bool, analog zur Elektronik mit einem Bit. Und Zeichen als Characters und eben unten drunter Strings, die wir nicht ganz mehr definieren können. Deswegen hier nur als grobe Übersicht zum Merken, was quasi wie groß ist. Mal kurz ganz kurz so machen. So, und dann habt ihr da auch schon alles, was ihr wissen müsst. Demzufolge, ihr könnt bis zum nächsten Video mit meinen Wegen mal ein bisschen herumprobieren. Mal euch Typumwandlungen anschauen und schauen, was damit quasi möglich ist. Ansonsten sage ich es mal an der Stelle, für dieses Video soll es genug sein, nach 40 Minuten. So, und an der Stelle auch nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ich weiß, es war heute ein bisschen viel, es war 40 Minuten, trotz dieser Hitze, lasst dem Channel gerne ein Abo da, gebt gerne auch der Glocke einen kleinen Klick. Lasst einen Daumen nach oben da, bewertet gerne das Video. Ich hoffe, es war nicht allzu ausführlich für euch oder nicht zu schlimm. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen und verstehen trotzdem. In diesem Sinne, ich bedanke mich und ihr seht jetzt gerade auch rechts eingeblendet diverse Social Links. Instagram, Twitter, Discord, YouTube oder Twitch. Könnt ihr gerne vorbeischauen, Fragen stellen, reinkommen, euch berieseln lassen. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen angenehmen Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht. Und einen hoffentlich klimatisierten Nachmittag oder Abend. In diesem Sinne, bis dann, haut rein und tschüss.